Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Yep, es ist mal wieder soweit. Und ich habe den starken Verdacht, dass es diesmal in Richtung letzte Welt geht. Ganz stark das Gefühl. Denn nachdem wir Jacquess besiegt haben, haben wir auch nichts mehr in Dream Weavers verloren. Und wir gehen dann sofort rüber zu Gnastys Welt. So. Okay, super. Simples Spiel. Gut. So, der letzte Boss vor dem Endgegner ist besiegt. Das heißt, ja, wir nähern uns bald dem Finale. Leute, seriously. Gut, 500 von 500 ist doch auch drin. Yep. Zwei Drachen. 90% haben wir jetzt. Wir lecken uns die Pfote, genau. Und wir gehen nach Hause. Auf geht's! So, dieser weite Flug nach unten, der ist so richtig genial. Ehrlich, ich liebe den. Richtig langer Flug nach unten. Das haben sie echt schön platziert. Gut, lieber Ballonfahrer. Amos, der Ballonfahrer. Du hast so viele Schätze gefunden. Gute Arbeit, Spyro. Ja, nee, Spyro steht unten. Aber sieh dich vor, Spyro. Gnastys Welt ist kein sehr netter Ort. Okay, dann wollen wir doch mal zu den Gnastys Welt. Ja, das klingt komisch. Zu Gnastys Welt, besser gesagt. Naja, gut. Super, alles Trutti Frutti. Ich achte da nicht so drauf. In Gnastys Welt. So, ihr ahnt es schon, das ist die allerletzte Welt. Gut, dann klotzen wir doch mal rein. Und sogar die Musik von Toasty wird hier abgespielt. Ja, diese Musik wurde schon einmal abgespielt, aber sie passt aber auch so derbst gut da drin. Zu beiden, zu Toasty und zu Gnastys Welt. Oh, scheiße, ich habe eine Ratte umgenietet, verdammt. Sorry, tut mir echt leid. Okay, hopp. So, lieber Drache. Im Übrigen ist dieser Drache auch jemand, den wir kennen. Seht euch vor, es ist nämlich Delbin. Genau. Hey, habe ich dich nicht schon befreit? Du bist jetzt in Nastinox Welt, Spyro. Und du bist der Drache, der ihn besiegen muss. Auf geht's! Ich bin bereit! Finde den Ausgang in allen Nasti-Ländern. Dann kannst du den Nog selbst herausfordern. Okay. Es war zwar derselbe Drache, aber er hatte eine andere Stimme gehabt. Nämlich die von Jäger, genau. Genau, ihr wisst, Jäger im zweiten Teil von Spyro taucht er erst auf. So, dann wollen wir doch mal. Wir gehen in das erste Level Gnockhove. Ja, lass mal sehen. Gnockhove. Ihr könnt euch sicher sein, dass es hier schon mal ein bisschen militärischer zugeht. Hier in Gnastys Welt, aber jetzt nicht so wie in Peacekeeper, sondern eher mehr moderner. Nicht so wie im Mittelalter, mit Lanzen und Speerträgern und was auch immer. Hier sind Gewehre und Schusswaffen am Start. Also das hier ist nichts für Kinder, das ist kein Ort für Kinder hier. Nur für Kriegstreiber und Kriegsliebhaber, ja. Wovon ich keiner bin, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Hihi. Ja, wow. Bums. Ja. Hallo, du großer Mann. Du hast da eine TNT-Kiste in der Hand, weißt du das? Das ist ziemlich gefährlich. Und schicke Boxershorts hast du, ich mag sie. Umso trauriger ist es, dass ich dich nochmal mit dem Fass bewerfen muss, ja. Hat nur ein bisschen Liebe gebraucht, gell? So. Genau, deswegen ist dieses Fass auch gefährlich, wenn man das in den Händen hält. Man kann sie nämlich einfach mal anfackeln und es explodiert. Einfach mal schnell den Gnock hier geprankt. Ich kenne mich mit diesen Pranks heutzutage. Ich gucke mir eigentlich so gut wie keine Prank-Videos an, aber es ist ja heute irgendwie so richtig Trend geworden auf YouTube. Oder auch Beefs. Keine Ahnung, was man genau unter Beef versteht. Ist ja irgendwie Streit zwischen zwei YouTubern.
Habe ich auch noch nie beobachtet, wirklich. Nur mal davon gehört, aber... Keine Ahnung, was heute so alles durchgeht, irgendwie ist... Weiß nicht so genau. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber das ist nicht schlimm. Eben, das seine, wie gesagt. Latif, hallo! Weiter so, Spyro. Vermutlich kriegt Nasty langsam wirklich Angst vor dir. Ich würde vor Angst zittern, wenn ich Nasty wäre. Genau. So, ihr merkt es vielleicht schon, hier in Gnastys Welt sind ganz viele Drachen. Wiederholen sich alle Drachen, so ziemlich alle Drachen, ja, die wir schon mal befreit haben. Und es sind auch verschiedene, das sind quasi auch verschiedene Rassen. Das hier zum Beispiel war ein Dreamweaver-Drache, der von vorhin, der Delvin, das war ein Artisan-Drache. Genau. Ist richtig cool. Hier hat man einfach nochmal alles zusammengeworfen. Richtig toll. Hallo, du da! Boah, wirklich, ich liebe eure Pants. Die sind richtig süß und schnuckelig. Okay. Tja, was willst du auch erwarten, wenn du darauf rumstehst? Uiuiui. Eigentlich ist das richtig fies, ja, aber... Tja. Keine Ahnung. Richtig krass. Einfach mal angezündet und in die Luft geflogen. So, ich muss gerade so derbs lachen. Das ist scheiße, ja. Okay, Ja, bitteschön. Leute, ey, ich tue es wirklich nur ungern weh, weil ich eure Hosen liebe, ey, im Ernst. So richtig diese Herzchen da drauf, einfach nur zu goldig und schön. So. Ui. Gerade nochmal der TNT-Kiste entkommen. Ich hätte gerne bitte das Juwel. Boah, Leute, irgendwie werde ich gerade ein bisschen depressiv, weil ich weiß, das Spiel geht bald zu Ende. Ich glaube, es ist jetzt nur, sind jetzt höchstens noch zwei Parts. Das macht mich traurig. Aber ich glaube, diese Traurigkeit könnte ausgeglichen werden, wenn ein Spyro-Trilogie... Wenn ein Spyro HD Remake für die PS4 angekündigt wird. Bei den allerersten drei Spielen, das wäre der Oberhammer. Wir machen das ja jetzt auch schon für Crash Bandicoot. Und ich würde mir so wünschen, dass es auch für Spyro das kommen würde. Das müssen sie einfach machen, ey. Das war so ein Renner damals. Und es hat auch mir so ultra gut gefallen. Ich würde mich da so derbst drauf freuen. Einfach nur unglaublich toll wäre das. So. Und hier haben wir wieder einen Artisan-Drache. Thomas! Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mich jemand retten würde. Vor allem nicht so ein kleiner Drache. Ich meine, ich habe immer an dich geglaubt, Spyro. Das glaube ich gern. Ja, sicher. Moment mal, wir haben noch drei Drachen zu befreien. Das sind nämlich, wie gesagt, insgesamt 80. Und, jetzt frage ich mich gerade, Ach ja, nee, ja genau. Im nächsten Level sind es zwei und dann kommt da nochmal einer später. Und dann haben wir alle. Wow! Ja, schöne Kettenreaktion war das. Aber das Negative daran, Minuspunkt war, dass dafür Leute sterben mussten. Das ist kacke. Ja. Ich weiß ganz genau, was ihr braucht. Ihr wollt nur ein bisschen Liebe haben, ne? Und bestimmt. Und wenn man jemanden mit Fässern bewirft, ist das keine Annäherung dazu. Ja, einfach. Tja. Aber so geht man heute leider mit vielen um. Das ist echt beschissen. Echt kacke.
Oh, okay. Da war die Schatzkiste, die haben wir aufgebrochen mit einem... Mit einem Fass. Also der Schlüssel, der ist jetzt auch weg, den wir dafür eingesammelt haben. Tja, so schnell kann es gehen. Aber es ist immer doch ganz schön, wenn ein paar Abweichungen ins Leben treten, oder nicht? Ah! Oh Gott. Ich habe echt gedacht, ich würde das Fass erreichen, aber dem war anscheinend nicht so. Hey, komm, ich brauche noch ein Fass, bitte. Ach, verdammt. Ja, mit dem Zweier. Okay. Ja, ich glaube, das war der ganze Rest. Und der Zehner hier, super. Wir haben 400 von 400, 2 von 2 Drachen. Und das heißt, wir gehen nach Hause. Obwohl, ich glaube, Gnastis Welt ist ja eigentlich nicht unser Zuhause, ne? Es ist ja eigentlich das Territorium von Gnasty Gnorg. Und Gnasty Gnorg ist ja uns irgendwie... Spielt ja in diesem Spiel... Spielt ja hier der Feind. Daher, ja. Eine kleine Besonderheit, für die ich hier einen Pluspunkt vergeben will. Und zwar hier, diese Kiste. Da kommen einfach mal mehrere Juwelen raus. Das ist wundervoll. Ein richtiges Unikat-Ding. Und solche Dinge feiere ich einfach derbst, Leute. Ernsthaft. So, okay. Das ist Twilight Harbor. Das ist das letzte Level vor Gnasty Gnorg. Oh, Leute, ich würde mir das so krass... Ich stelle mir das so richtig krass geil vor, wie das wäre, wenn man dieses Spiel in der Atmosphäre in einer richtigen PS4-Grafik und alles andere remastered oder remake. Das ist... Wäre so, oh Gott, ey, ich könnte das gar nicht aushalten vor Freude, wirklich. Ich will ja jetzt nicht schon wieder so viel schwärmen, weil ich hab ja von jemandem gehört, das sei nicht so gut, wenn ich das im Let's Playen tue, aber... Aber, oh Leute, ey, wenn es irgendeine Petition gäbe, die befürworten würde, dass ein Spyro HD Remake für die PS4 oder HD Remaster zumindest in Entwicklung gemacht werden sollte, ich rede mal grammatikalisch wieder irgendwie nicht so richtig gut, aber dann wäre ich sofort dabei. Ihr könnt mir gerne einen Link schicken, falls ihr einen kennt. Bitte, bitte postet was. Es muss einfach eins her, verdammt. Es muss ein deutliches Signal her, dass ein HD-Remaster zumindest von Spyro her muss. Verdammt! Okay. Oh, Moment. Hallo, Kapitän. Und bye-bye. Schon bist du gar nicht mehr da. Ja, weiß nicht, wie ich jetzt auf Kapitän komme. Wahrscheinlich wegen dieser Mütze. Oder so. Na, irgendwie hat mich die Mütze mich an den Begriff Kapitän erinnert. Obwohl ein Kapitän ja eigentlich stolz auf sein Gewehr ist, oder? Das ist so richtig Shooter-like hier, dieses Level. Das ist, oder richtig, richtig krass Militär-Abzocke-Schweinerei. So. Schweinische Kerle und etc. Richtig. So stell ich mir ein böses Lager vor, im Ernst. Kosmos! Danke, dass du mich befreit hast. Yep, das war ein Kosmos-Drache. Ein Magic Crafters-Drache. Ach, oh, verdammt, Mensch. Ich hab dich. Aua! Analog-Stick-Fail. Schon wieder. Ich schiebe immer alles auf den Analog-Stick, aber es stimmt leider. Mit dem Steuerkreuz passiert mir sowas nicht. Ganz im Ernst. Naja. Aber wir wollen ja jetzt nicht kleinlich sein. Her damit. So, ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht so richtig mit der Zeit rum. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir haben, wenn wir jetzt Twilight Harbor verlassen oder abgeschlossen haben. Ich bin mir sicher, es bleibt dafür dann auf jeden Fall keine Zeit mehr für Gnasty Gnorg. Da muss Gnasty Gnorg noch leider ein Part warten. So, der letzte Drache. Der zweitletzte. Kletus. Sei auf der Hut vor Gnorgs Truppen, Spyro. Die sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. 79. Super.
Okay. Ja, auf geht's. Supersprint. Das wird der allerletzte Supersprint im ganzen Spiel sein. Also genießen wir ihn. Und heißen ihn zu würdigen. Oder weißen. Nee, warte mal. Heißen ihn zu würdigen? Nee, warte mal, das stimmt nicht. Wissen es zu würdigen. So. So, ach, genau. Ihr müsst mich entschuldigen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr mobbt mich hier nicht wegen meiner Wortwahl oder grammatikalisch unkorrekten Art und Weise, mich auszudrücken. Aber seid mal nicht so kleinlich, ja? Das Leben ist doch nur interessant, wenn es eben auch mal Ausgefallenes gibt, ne? Will ich euch nur mal ans Herz legen. Und ein bisschen Toleranz üben, okay? Will ich euch nur auch ans Herz legen. Das macht das Leben umso bunter und schöner. Okay. Ui, was sind das für Geräusche? Das ist dieses Leben hier. Das ist mal so richtig gekonnt, geschickt versteckt. Echt schön gemacht. Das habe ich erst ganz spät entdeckt, so als Kind. Wer weiß, was ich noch nicht alles entdeckt habe in Spyro the Dragon. Okay. Geh weg da! Der will mich abknallen. Okay. Tja, wir sind jetzt bei 17 Minuten und definitiv schaffen wir, glaube ich, noch nicht so ganz die 20 Minuten auszufüllen. Oder doch, vielleicht? Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was reinpacken, aber ich bin mir nicht sicher, ob dann die 20 Minuten ausgefüllt sind. Nein, wir werden sehen. Aber... Knarre weg. Oder auch nicht. Wie du willst. Aber wenn du mich triffst, sage ich definitiv Knarre weg. Bye, bye! Das hat jetzt richtig cool ausgesehen. Der Kleine und der Große legen sich zusammen hin. Das sah schon fast irgendwie wie Vater und Sohn aus. Und ich liebe Vater und Sohn Bilder. Gut, das war das letzte, ne? 400 von 400, genau. Und ich glaube, der Drache-Anzahl ist ja auch 2 von 2, genau. Wir haben jetzt 97%, guck mal, in diesen 20 Minuten haben wir jetzt 7% hingelegt. Auch ganz schön viel. Gut, wir verlassen Twilight Harbor und gehen wieder nach Hause und machen uns kampfbereit, denn hier wird jetzt definitiv die letzte Schlacht kommen. Das ist er, Gnasty Gnork. Und auch hier haben wir die 20%, ne, ach, 20%, die 200 erreicht, die 200 Juwelen. So, okido. 200 von 200. Wir haben immer noch 97%, okay, diese 75 haben es jetzt nicht erhöht, aber das ist nicht schlimm. Ja, ihr merkt wahrscheinlich, hier ist noch ein Drache. Hier fehlt noch ein Drache. Der allerletzte Drache. Ja, wo ist denn hier der letzte Drache? Das ist wirklich seltsam. Aber dazu kommen wir noch. Zumindest im letzten Part. Denn im nächsten Part wird schon das Finale losgehen und es wird auch definitiv der letzte Part sein. Das weiß ich jetzt schon. Dann sehen wir uns... Warte mal... Im Übrigen will ich mal kurz gucken. Gnork Gnexus heißt dieser Ort. Das habe ich irgendwie nie so richtig vernommen. Gnork Gnexus, weil so wenig erwähnt wird. Gnork Gnexus, richtig cooler Ort. Also Ortname meine ich, Ortsname. Im Englischen wird das aber auch so genannt, wenn man mit dem Ballon dorthin reist. Aber okay, alles klar, die 20 Minuten sind doch noch erreicht. Und okay. Yep, Spyro gibt uns ein eindeutiges Zeichen, dass er bereit ist. Ja, bereit, ja. Wir müssen auf jeden Fall aber erstmal noch warten.
denn hier ist erstmal Pause angesagt. Und wir sehen uns dann aber das nächste Mal dafür im Finale von Spyro the Dragon. Okay, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer TMWS Drive und ciao.